Willkommen zu einem weiteren Video. Die E3 steht ja erst in einem Monat an und es gibt trotzdem schon sehr, sehr viele Leaklisten, was denn Nintendo bei der E3 vorstellen wird und etc. Die meisten sind relativ stumpf und naja, ich meine, es gibt immer so Leaklisten, wo eine Menge reingeschrieben wird, von wegen, ja, das und das Spiel wird vorgestellt, das und das wird vorgestellt und es sind einfach eher zigtausende Spiele, die sich einfach jeder wünschen würde, aber die einfach nicht realistisch wären. Vor 5 Tagen ist jedoch eine Leakliste rausgekommen, die das verbindet mit einem etwas, naja, komischen Leak. Denn diese Leakliste hat ganz am Anfang geschrieben, dass Nintendo am 7. Mai einen Online-Service vorstellen wird, beziehungsweise deren Online-Service noch ein bisschen detaillierter vorstellen möchte. Bei uns war schon der 8. Mai, als es rauskam, aber in Japan, da wo Nintendo ihren Hauptsitz hat, war es doch der 7. Mai, als sie uns heute, beziehungsweise gestern im Fall von Japan, naja, neue Details zu deren Online-Service gezeigt haben. Zum einen wäre dann noch so eine Bibliothek für Super Nintendo-Spiele oder sowas. Ne, ich glaube, es waren nur NES-Spiele, aber auch sehr interessant und so weiter und so fort. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mal ein bisschen detaillierter besprechen, was ich von dem ganzen Online-Service halte und allgemein diese ganze E3-Leak-Liste könnte ich auch mal ein bisschen detaillierter besprechen. Heute werden wir uns aber nur um das Thema Pokémon mal wieder beschäftigen, denn dieses Thema hat auch einen relativ großen Punkt in dieser Leak-Liste und den wollen wir uns direkt mal anschauen. Wir müssen natürlich immer noch im Hinterkopf behalten, dass so eine Leak-Liste meistens nicht so 100% der Wahrheit entspricht. Jedoch, naja, es hat auf jeden Fall einen gewissen Ansatz, der sich bewahrheitet hat. Wie eben schon gesagt, der Nintendo Online Service wurde ja gestern, beziehungsweise für Japan immer noch heute, detailliert noch erklärt und da stand halt in dieser Leakliste drin. Und wenn ihr euch noch erinnern könnt, habe ich das letzte Mal, als ich über Pokémon Switch geredet habe, über ein Interview geredet, wo einer von, boah, ich weiß gar nicht mehr, welche Firma das war, auf jeden Fall hat jemand, der eng mit Nintendo zusammenarbeitet, gesagt, dass es wohl einen Remake geben soll, aber nicht so einen Remake, wie wir es erwarten. Und diese Leakliste gibt es genau gleiche wieder. Denn sie sprechen hier von einem Pokémon Rot und Blau Remake. Das Interessante ist, dass hier auch noch von, naja, den Grafiken zwischen Sonne und Mond und Pokémon Tekken sprechen. Also irgendwas dazwischen vom Grafikstyle her. Darunter kann ich mir bisher noch nicht so viel vorstellen, aber es könnte sein, dass damit dieser eine Screenshot gemeint ist, den ich euch auch schon mal gezeigt habe. Denn dieser liegt so ein bisschen zwischen Sonne und Mond Style und ein bisschen besser noch. Also es könnte auf jeden Fall dieser Leak-Screenshot ein Ansatz für die Grafik sein. Natürlich ist es immer noch ein Leak-Screenshot und kein zu 100% offizieller Screenshot, den wir bisher noch nicht bewahrheitet bekommen haben. Deswegen können wir dazu auch noch nicht so viel sagen. Die meisten der bisherigen Leaks würden auf jeden Fall alle dafür sprechen, dass es irgendwie so eine Verbindung zwischen den ganzen gibt. Ich meine, Beluga könnte so eine Verbindung zu Lapras sein, worauf wir auf den Screenshot auf jeden Fall am Surfen waren. Der Screenshot könnte diesen Sonne- und Mond-bis-Pocken-Style haben. Der eine Interviewer hat gesagt, es wird ein Remake geben und die neue Leak-Liste sagt, es soll einen Rot- und Blau-Remake geben. Es würde alles so ein bisschen zusammenpassen. Meine Meinung dazu wäre einfach, ja, es wäre schon cool, ein Rot- und Blau-Remake zu bekommen. Ich würde mir jedoch gerne eine ganz neue Edition wünschen. Denn was ist cooler, als durch eine alte Edition, die man gemocht hat, durchzugehen, eine ganz neue Edition zu erkunden, die einem vielleicht noch viel mehr gefällt, die viele neue Orte offenbart, vielleicht Easter Eggs zu alten Spielen. Ich fände es echt cool, wenn wir echt ein ganz neues Pokémon-Spiel bekommen würden und weniger auf diese Remake-Schiene weiterhin gehen. Aber ich wäre auch nicht übertrieben enttäuscht, wenn wir jetzt nur einen Rot- und Blau-Remake bekommen könnten. Wobei die Kanto-Region ja in Pokémon Rot, Blau, Gelb, Kristall, Heart Gold, Soul Silver, Feuerrot und Blattgrün schon vorhanden ist. Und durch die Alola-Form sind die ganzen Kanto-Pokémon sogar noch in Sonne und Mond vorhanden. Und Ultrasonne und Mond. Also es gibt sehr viele Kanto-Anspielungen in allen Spielen so geführt. Aber naja, schreibt gerne eure Meinung zu der ganzen Sache in die Kommentare. Das war nur so ein kleines News-Update. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Bis dann und ciao.